mein Beitrag ist in zwei Teile geteilt. Erstens mache ich sozusagen für das gesamte Thema eine allgemeine Einführung und dann stelle ich vor, was wir an der Bayerischen Staatsbibliothek machen. Die allgemeine Einführung habe ich unter den Titel gestellt, Zukunftsszenario Bücher ohne Bibliotheken. Darauf kommt es mir an, das möchte ich gleich vorwegstellen. Das Gerede von Bibliotheken ohne Bücher halte ich zumindest für die nahe Zukunft für abwegig. Wir haben alle mehr als genug Bücher und auch elektronische Bücher sind Bücher, um die wir uns kümmern müssen. Ich glaube, die eigentliche Gefahr heute ist, dass wir Bücher ohne Bibliotheken haben. Und was wir als Bibliotheken gegen diese Gefahr tun sollten und können, darum geht es. Na? Zur Ausgangslage ein paar Überlegungen. Wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von Open Access E-Books sprechen? Wir sprechen einerseits von Born Digital Büchern, also die rein elektronisch publiziert wurden, dann oft von hybrid publizierten Büchern, wo also parallel Print- und E-Versionen publiziert werden. Dann sprechen wir auch von Retrodigitalisaten, wobei wir Bibliothekare die oft nicht als E-Books bezeichnen, sondern eben als Retrodigitalisate. Ich denke, wir müssen uns aber klar machen, dass es für die Nutzer ein und dasselbe ist. Denen ist es völlig egal, ob der Verlag oder die Bibliothek die elektronische Version hergestellt hat. Für sie ist das ein E-Book. Dann gibt es noch etwas, das möchte ich am Rande erwähnen, Retrodigitalisate, die bearbeitet wurden, sozusagen Zweitverwertung. Da muss man aber tatsächlich aufpassen und wir auch als Bibliotheken im Umgang damit, weil die oft auch nicht legal sind. Wir müssen uns auch die Frage stellen, was ist eigentlich formal ein E-Book? Was kennzeichnet ein E-Book? Ich denke, wenn man hin und her überlegt, ist es letztlich die Nachahmung des Printbuches. Nämlich, dass das Buch Seitenzahlen hat und dass man darin blättern kann. Das ist ein bisschen ähnlich, wie als der Buchdruck aufkam, die Inkunabel immer noch die Handschrift nachgeahmt hat, über viele Jahrzehnte zweispaltig mit handgeschriebenen Initialen und so weiter. Ein bisschen ähnlich ist das hier. Ich denke, das Buch in dieser Art wird sich über kurz oder lang auflösen. Das sehen wir ja auch schon. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es ja um E-Books, für die eben kennzeichnend sind Seitenzahlen und Blättern. Man kann sagen, kennzeichnend sind in gewisser Weise auch Identifikatoren. E-Books haben meistens ISBNs oder URNs oder DEWIs, wobei das auch nicht immer der Fall ist, genauso wie es in der Printwelt nicht immer der Fall ist, dass ein Buch eine ISBN hat. So, dann müssen wir uns fragen, wer und wo publiziert überhaupt? Das sind also einerseits Einzelpersonen, die oft auf persönlichen Websites publizieren, wissenschaftliche Institutionen, die auf ihren institutionellen Websites publizieren, Nichtregierungsorganisationen und ähnliche Organisationen, die auch in der Regel auf ihren eigenen Websites publizieren, ebenso Verlage und dann Bibliotheken, die idealerweise in bibliothekseigenen Repositorien publizieren. Sich das klarzumachen, ist natürlich als Bibliothek wichtig, denn wir müssen ja wissen, wo soll und können wir nach E-Books für unsere Nutzer überhaupt suchen. Ich denke, wichtig ist auch, sich klarzumachen, was gibt es für Beweggründe im Open Access zu publizieren. Ich will hier jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, sondern nur darauf, auf den Punkt Selbstverlage. Die Möglichkeit, im Open Access zu publizieren, senkt natürlich die Publikationshürde. Es gibt nicht nur keine Qualitätskontrolle durch Verlage, sondern eben auch fast keine Kosten. Und jede Bibliothek muss sich also die Frage stellen, wollen wir uns um solche Publikationen eigentlich auch kümmern? Die Frage kann durchaus von Land zu Land unterschiedlich beantwortet werden, je nachdem, wie der Zustand der Buchmärkte dort ist oder auch wie die wirtschaftlich-politische Situation in den jeweiligen Ländern ist. Eine weitere grundsätzlich wichtige Frage ist, was für eine Art von Open Access haben wir hier überhaupt? Das wird erfahrungsgemäß oft nicht genau genug angeschaut. Wir haben ja den
ganz normalen Open Access. Das heißt, irgendwas ist im Netz verfügbar und ist da lesbar. Das heißt aber nicht, und das wissen viele nicht, dass man das nicht einfach kopieren kann, also sprich downloaden. Wir haben des Weiteren Open Access Publikationen, die unter einer Lizenz stehen. Die bekannteste ist die Creative Commons Lizenz und die beinhaltet eben Weiterverwendungsmöglichkeiten. Die werden da genau festgelegt. Das heißt, in solchen Fällen können dann auch wir als Bibliotheken, wenn Creative Commons Lizenzen vorliegen, solche Publikationen downloaden, sprich kopieren. Dann haben wir noch eine Art von Pseudo-Open Access, der sich ja durchaus immer mehr verbreitet, nämlich die Open Access-Stellung von Publikationen in mitgliedschaftsbasierten Vereinigungen, wie zum Beispiel Academia, Edu oder ResearchGate. Das ist natürlich nicht wirklich open, weil es mitgliedschaftsbasiert ist. Allerdings kann jeder Wissenschaftler beitreten, wenn er nur bereit ist, was beizusteuern. Aber man darf nicht vergessen, das verfolgt einen kommerziellen Zweck, diese Vereinigungen oder Plattformen. Wir müssen natürlich, wenn wir uns um den Erwerb von Open Access Publikationen oder um den Nachweis kümmern wollen, wissen, wo sind denn Open Access Publikationen überhaupt nachgewiesen? Sprich, man kommt ganz schnell auf die Frage, wie steht das eigentlich mit der Pflichtablieferung von Open Access Publikationen? Zumindest früher waren ja Nationalbibliografien doch wesentliche Erwerbungsunterlagen für Bibliotheken. Und wenn sie das jetzt auch nicht flächendeckend für Bibliotheken sind, sind sie es vielleicht aber für unsere Buchhändler, die uns beliefern. Zunächst, wie steht es in Deutschland? In Deutschland gibt es eine Pflichtablieferung, gesetzesmäßig verankert, für elektronische Publikationen, also nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Tageszeitungen und so weiter. Die werden archiviert und mit Identifikatoren versehen von der Deutschen Nationalbibliothek. Worüber wir aber eigentlich wenig Auskunft haben, ist, was für Open Access Publikationen da eigentlich tatsächlich abgeliefert werden. Wie ist es mit wissenschaftlichen Instituten? Liefern die ihre Open Access Publikationen da auch ab oder sind das nur Verlage, die parallel, also hybrid publizieren? Ich habe hier eine Aussage vom Bundesforschungsministerium, zwar von 2018, das hat sich aber nicht geändert. Die Anzahl von Open Access Publikationen ist im Grunde unbekannt. Ja, man weiß in Deutschland nicht, obwohl das von Wissenschaftsorganisationen gefördert wird, wie der Bestand an Open Access Publikationen ist. Also so ist es in Deutschland. Wie ist es jetzt aber in den Ländern, die unsere Zielländer sind? Da ist es sehr divers. Wir haben da ein ganz breites Spektrum, nämlich von Ländern, in denen es noch keine Pflichtablieferung gesetzesmäßig verankert gibt für elektronische Publikationen, zum Beispiel Albanien, Kosovo. Dann Bulgarien hat eine Ablieferungspflicht für physische Datenträger. Die meisten anderen haben eine Ablieferungspflicht für Verlags-PDFs. Bei kostenfreien Publikationen, also außerhalb von Verlagen, wird es schon unklar. Die sind zwar theoretisch in den Gesetzen oft vorgesehen, aber was da praktisch gemacht wird, ist völlig unklar, erst recht bei allem, was in die Rubrik graue Literatur fällt, also Publikationen von NGOs und so weiter. Es gibt aber auch, muss man erwähnen, Länder, die da sehr fortgeschritten sind in ihren gesetzesmäßigen Vorschriften, zum Beispiel Estland und Russland, verlangen von allen Verlagen, egal ob sie im Print oder elektronisch publizieren, die Ablieferung der elektronischen Fassungen. Die sind dann aber natürlich nicht im Open Access zugänglich. Ich sage das nur der Vollständigkeit halber. Dann gibt es Länder wie Kroatien, wo es auch seit Jahren eine Archivierung von Webseiten gibt, also die aufgelöste Form des Buches, wenn man so will. Soweit ich weiß, gibt es nirgends, auch nicht in Deutschland, eine Ablieferungspflicht für Retrodigitalisate. Ich denke, das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, wenn wir uns fragen, wie wir damit umgehen wollen. Wenn wir das zusammenfassen, haben wir also Open Access E-Books für unseren Bereich nachgewiesen, in Nationalbibliotheken aber sehr unvollständig, also und Nationalbibliografien. Dann haben wir sie ansonsten auf den Webseiten der einzelnen Publizierenden oder in Repositorien oder sonstigen, was hier fehlt in der Auflistung, sonstigen bei Datenbankanbietern. Webseiten der Publizierenden können natürlich auch Verlage sein, die ihre ganzen Verlagspakete da anbieten.
Das heißt aber, wir haben eigentlich nirgends eine Anlaufstelle, wo wir Open Access E-Books einigermaßen vollständig finden. Was machen jetzt Bibliotheken damit? Und was können sie machen? Wir haben als Bibliotheken verschiedene Möglichkeiten. Wir können grundsätzlich E-Books nachweisen, indem wir die Metadaten erfassen und in den OPAC einspeisen oder auch in spezielle Internetressourcen-Guides. Wir haben die Möglichkeit, Metadaten und Volltextindizes für unsere Nutzer über Discovery Services bereitzustellen oder auch über Portale. Und wir haben als dritte Möglichkeit, die Metadaten mit den ganzen E-Books zusammen in Repositorien abzulegen und für Nutzer durchsuchbar zu machen. Mit allen drei Möglichkeiten sind aber viele Fragen verbunden, die man sich auch mal zumindest kurz genauer anschauen sollte. Zunächst zu den Metadaten. Also bisher ist, denke ich, die gängige Praxis in Bibliotheken, dass Bibliotheken in ihren Katalogen Printbücher nachweisen, eigene Digitalisate und kommerzielle E-Book-Sammlungen, sofern die Metadaten irgendwie als Paket in den Katalog eingespielt werden können. Das ist, denke ich, Standard. Darüber hinaus aber Open Access E-Books einzeln zu katalogisieren, ist nicht Standard. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, sollen wir das machen oder nicht, ist eigentlich ganz zentral die Frage nach dem Sammlungsgedanken. Wollen wir unter den jetzigen Voraussetzungen mit den vielen Open Access Publikationen den Sammlungsgedanken aufrechterhalten und soll der sich nur auf Printbücher erstrecken oder eben auch auf E-Books? Das ist natürlich schön, wenn man das so abstrakt beantwortet, würde jeder sagen, ja. Aber die Frage ist wie kann man das in der Praxis umsetzen? Da sind zwei Fragen. Einerseits, wo gibt es denn überhaupt die Angebote? Das haben wir eben schon beleuchtet. Wir haben also keine Nationalbibliografie, wo das alles nachgewiesen ist. Und wir haben in der Regel auch keine Händlerunterlagen, wo das nachgewiesen ist, weil da ja keine Möglichkeit ist, da was zu verkaufen. Und dann ist natürlich die nächste wichtige Frage, wie sind überhaupt die Katalogisierungskapazitäten? Können wir das überhaupt leisten? Ja? Und damit im Zusammenhang natürlich auch die Frage, können wir Daten irgendwo übernehmen? Das Zweite, der Nachweis über Discovery Service oder Portale, da muss man sagen, da geht es in der Regel nur um E-Book-Pakete, wo zumindest bei Discovery Services auch wenig Open-Access-Inhalte vom Anbieter von vornherein mit drin sind. Und wenn, dann sind das in der Regel nur westliche Angebote, also für uns begrenzt brauchbar. Gerade was Portale angeht, aber auch Discovery Services, besteht natürlich darüber hinaus eine große Abhängigkeit vom Anbieter, also dessen technischen Voraussetzungen und letztlich auch der Bereitschaft, die eigenen Daten indexieren zu lassen für Discovery Services oder Portale. Das Dritte, Volltexte in Repositorien nachweisen, da muss natürlich ein Repositorium zur Verfügung stehen. Das bedeutet große laufende technische Aufwände, Kosten für Speicherplatz und vor allem viele Vorarbeiten, nämlich Rechteklärung. Darf ich das überhaupt downloaden ins Repositorium oder nicht? So viel zu den allgemeinen Überlegungen. Ich komme jetzt dazu, was die Bayerische Staatsbibliothek macht. Wir machen im Fachinformationsdienst Ost, Ostmittel- und Südosteuropa zweierlei. Wir binden einerseits umfangreiche Open Access Ressourcen in unser Portal, was wir gemeinsam mit Partnern, dem Herder-Institut, dem IOS und dem Collegium Carolinum betreiben, ein. Das sind derzeit vor allem zwei wichtige Ressourcen, die Federatia Bibliothek zu Frohwich. Das ist, wie Sie alle wissen, ja eine Riesenansammlung von Retro-Digitalisaten aus polnischen Bibliotheken. Und dann BASE, also die Bielefeld Academic Search Engine, die ihrerseits Repositorien weltweit nachweist. Und darunter sind sehr, sehr viele Repositorium aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. Das ist also die eine Schiene. Die andere Schiene ist, dass wir tatsächlich E-Books einzeln katalogisieren. Und zwar dann, wenn sie bei uns in den üblichen Geschäftsgängen aufschlagen. Das ist einerseits der Erwerbungsgeschäftsgang, etwa bei Ansichtslieferungen. Das ist bei polnischen Büchern sehr oft der Fall. Man schlägt das Buch auf und sieht, aha, da gibt es auch eine Open Access Version davon, die oft auch unter CC-Lizenz steht. Dann aber natürlich auch bei Recherchen zur Erschließung stößt man auf solche Publikationen
nicht selten auch bei Nutzeranfragen oder bei sonstigen Recherchen zur Beschlagwortung oder sonst irgendwas anderes. Was wir nicht tun, ist gezielt nach Open Access E-Books irgendwo zu suchen. Was wir außerdem machen, ist, die Bücher, die wir in diesen Geschäftsgängen finden, zu prüfen daraufhin, ob sie unter Creative Commons stehen. Wenn sie das tun, dann wollen wir sie, das fangen wir jetzt an, downloaden, also nicht nur katalogisieren, sondern auch downloaden und ins Repositorium legen und damit in Osmicon und Ostdoc suchbar machen im Volltext. Wenn diese Bücher nicht unter Creative Commons Lizenz stehen, dann schauen wir sie uns an, daraufhin, ob wir meinen, dass die anbietende Institution verlässlich ist. Und wenn wir meinen, wissen wir nicht, ob das übermorgen auch noch existiert, dann stellen wir eine Archivierungsanfrage. Und wenn die positiv beschieden wird, dann katalogisieren wir das Buch und legen es ins Repositorium ab. Da kann man sich allerdings vertun. Also zum Beispiel erachten wir eigentlich Nationalbibliotheken als sichere Quelle für Open Access Publikationen. Aber wie sich zeigt, ist das nicht in unseren Ländern durchaus nicht immer der Fall. Wir haben dann eine andere Variante noch, wie wir mit Open Access E-Books umgehen. Und zwar ist das ein Projekt gemeinsam mit der Central and Eastern European Online Library, mit denen wir ein Profil vereinbart haben. Graue Literatur aus Südosteuropa und über Südosteuropa, die sammelt die Central and Eastern European Online Library quasi in unserem Auftrag. Wir bezahlen das. Wir bekommen Metadaten und Volltexte geliefert und diese Volltexte indexieren wir in unserem Repositorium. Und das Angebot selbst führt dann aber auf die Plattform von SEOL und was auch für Sie den Vorteil hat, dass Sie das über SEOL, diese Titel auch alle haben. Dann macht die BSB als Ganze noch Folgendes. Sie speist E-Book-Sammlungen in den Verbund ein und zwar tut sie das in Absprache mit anderen Bibliotheken des Bibliotheksverbundes Bayern. Da gibt es sogenannte Patenschaften, die übernommen werden für E-Book-Sammlungen. Bis vor kurzem wurden die eben in den OPAC dann eingespeist und jetzt geht man allmählich dazu über, die dann doch lieber in den Discovery Service einzuspeisen. Ich habe Ihnen da zwei Beispiele genannt oder drei, JSTOR Open Access E-Books, De Gruyter und Nomos. Zum Abschluss stellen sich mir einige Fragen. Und zwar natürlich erstens der Wert der Sammlung. Was hat das bei uns? Was hat das bei Ihnen? Bei uns kann ich es natürlich beantworten, aber in Ihren Bibliotheken für einen Wert, wie soll damit umgegangen werden? Und wenn der Sammlungsgedanke hochgehalten wird, dann muss man sich fragen, brauchen wir eventuell Modelle, wonach unsere Buchhändler uns auch Open Access E-Books anbieten. Das ist derzeit in der Regel nicht der Fall. Dafür muss man sich dann fragen, braucht es dafür vielleicht einen Anreiz? Brauchen wir ein neues Modell, wo wir nicht nur Bücher kaufen, sondern wo wir quasi Metadaten einkaufen? Das ist eine Frage sozusagen an uns Bibliothekare, aber ich freue mich auch, dass ja einige Händler auch heute unter den Zuhörern sind und das wäre auch eine Frage, wo Sie vielleicht Ihre Meinung dazu sagen könnten. Ja, damit zusammenhängend reicht vielleicht Base völlig aus, brauchen wir das gar nicht oder reichen die Discovery Services aus? Für uns als Fachinformationsdienst stellt sich auch die Frage, braucht es eventuell eine Dienstleistung, ein System, mittels dessen andere OE-Bibliotheken eben von solchen Aufnahmen erfahren, von Aufnahmen von Open Access E-Books in die Verbünde. Wir haben da ja als Fachinformationsdienst unser Neuerwerbungsservice. Da sind natürlich neu katalogisierte E-Books auch drin, aber das ist unter Umständen nicht ausreichend. Das ist also auch wiederum eine Frage an alle. Was haben Sie diesbezügliche Wünsche an den Fachinformationsdienst? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen an Sie alle.
Ich bin jetzt sozusagen im mittleren Teil unserer Auftaktgespräche. Ich habe das ein bisschen allgemeiner aufgezogen, und zwar habe ich jetzt einfach mal, stelle ich kurz vor, insgesamt unser Open Access Konzept und werde darüber natürlich auch auf die osteuropäischen Bücher eingehen. Bei uns in der Universitätsbibliothek Leipzig, wo ich als Fachreferentin für Slawistik, Anglistik und Amerikanistik tätig bin, gibt es schon seit einigen Jahren eine, sozusagen so eine Open Initiative. Wir haben ein Open Science Office, das sich auch um dem Gedanken der Openness verschrieben hat. Und OA ist sozusagen schon explizit Teil der Erwerbung seit mehreren Jahren. Das heißt, also, wir haben also auch schon gute Abläufe entwickelt. Wir sind ständig auf der Suche nach freien Quellen, die wir in unserem Katalog anzeigen können. Ich habe es mal recherchieren lassen. Wir haben jetzt 1,3 Millionen OA-E-Books im Katalog, und wir haben auch eine Facette, mit der man die einschränken kann. Jetzt hieß es ja Erwerbung und Nachweis. Tatsächlich ist die Erwerbung von OA-E-Books nicht kostenlos. Direkt beteiligen wir uns an dem Modell Knowledge Unledged, das sicher vielen von Ihnen ein Begriff sein wird. Da sind bisher 500 Titel nachgewiesen. Das bedeutet, wir beteiligen uns an der Finanzierung der Veröffentlichung dieser E-Books, und dann wird das E-Book als Open Access veröffentlicht, und in einem Gremium als Bibliothekarin werden die entsprechenden Titel ausgewählt, die dann unledged, also sozusagen freigelassen werden. Und Knowledge Unledged hat noch arbeitet noch mit mehreren anderen Projekten zusammen, die ein ähnliches sozusagen den ähnlichen Gedanken haben wie Transcript, was begonnen wurde, oder auch Language Science Press. Finanziell indirekt beteiligen wir uns, indem wir die lokalen Infrastrukturen für die Erwerbung und Nachweis von E-Books einsetzen. Das wäre zuerst mal der Dokumentenserver des Landes Sachsen, Quality Content Saxony. Dort werden Publikationen der Uni Leipzig und der Universitäten Sa und Hochschulen Sachsens erfasst, Zweitveröffentlichungen, Forschungsberichte, Konferenzberichte, Monographien, Ausstellungskataloge und so weiter. Und wir haben den COCOSA auch bei uns sozusagen, zeigen das auch im Katalog an. Und finanziell indirekt, es bindet Personal, die indirekte Auswahl der Quellen durch einzelne Fachreferenten und durch das Open Science Office. Das sind sozusagen jetzt einfach mal die Sachen, wo es uns quasi was kostet. Jetzt zum Nachweis. Frau Wirz hat das schon super gut angedeutet. Zuerst, also wenn ich jetzt in die Quelle, also ich habe einfach gesagt, liebe Kollegen, Cambridge hat eine Liste von Open Access E-Books, kümmert euch. Das geht dann in Zusammenarbeit mit der Abteilung E-Medien und der AG Index. Die prüfen dann, ob es möglich ist, über einen Verbund diese Sammlung einzuspielen oder vor Ort. Vor Ort bedeutet, dass wir das selbst prozessieren. Also wir haben ein Discovery-System Fink. Das wird von einer Nutzergemeinschaft sogar betrieben, und das ermöglicht uns, eigene Quellen einzuspeisen in den Katalog, und zwar als eigene Source-IDs, als eigene Kollektion. Und da haben wir auch die Möglichkeit gehabt, das sozusagen eine extra Facettierung als Open Access einzubauen und auch teilweise die Metadaten zu bearbeiten. Und wir machen das halt nicht für uns alleine, sondern in der Fink-Gemeinschaft sind inzwischen über 20 Bibliotheken. Das heißt also, vor Ort die externen Quellen werden durch die UB eingespielt, und es wird dann sozusagen der in den Index eingespielt, und die Kollegen in den einzelnen Bibliotheken, Fink-Bibliotheken, entscheiden sich dann, wollen sie das noch mithaben oder nicht. Ich habe jetzt hier die wichtigsten aufgeführt. Interessant ist eventuell DOAB. Das ist sozusagen für immer das Directory of Open Access E-Books ein sehr, sehr, sehr stabiles und sehr gutes System. Hier auch COCOSA. Wir hatten sogar Projekt Gutenberg drin mit sozusagen noch aufgebesserten Metadaten. Das ist nun leider nicht mehr der Fall. Die ist einfach, ich würde dann die Präsentation in den Chat stellen,
Und in den Links dann kommen Sie direkt auch zu unseren Quellen. Wir haben insgesamt fast 200 Quellen, die wir dazu spielen und stellenweise eben halt auch immer wieder aktualisieren. Die Verbundlösung über den K10 Plus sind diese ganzen Sammlungen angezeigt. Das funktioniert so, dass die Kollegin die Titel an den K10 Plus meldet mit der Bitte um Umsetzung. Dann wird das vom Verbund eingespielt und wir siegeln uns dann an. Und auf diese Weise kommen eben halt diese OA-Pakete in den Verbund, in unseren Katalog und natürlich gleichzeitig auch in den Verbund. Wie zum Beispiel die 1000 Titel von Project Muse oder die 200 Titel von Bloomsbury. Jetzt noch ein Ausflug zu den OA-E-Books Slavistik. Wir zeigen Ostdoc an, oder zumindest den Teil, der uns möglich ist. Das ist die Source-ID Nummer 71. Leider bisher nur 4.400 Einträge. Wenn man sich sozusagen einen Einzeleintrag anschaut, sieht man, dass es sozusagen keinen Unterschied zwischen Titel und Buch gibt in den Metadaten. Und die tolle Sammlung von Open Access E-Books ist im Moment für uns noch nicht möglich anzuzeigen, weil an der BSB, sozusagen according to their rules, das OA-E-Book als Variante des Print-Exemplars katalogisiert wird und deswegen nicht der Katalogeintrag nicht separiert werden kann. Und meine Kollegen das jetzt zu bitten, das zu prozessieren, ist sehr aufwendig, weil es ist im Verhältnis zu den anderen Sammlungen eine sehr, sehr kleine Quelle. Besser sieht es da aus, bis auf die Reste, die, mit denen es immer noch Probleme gibt, bei Slavistik Online. Da ist die Einspielung also abgeschlossen und wir haben 993 E-Books im Katalog, davon 767 Open Access. Dann ist mir doch 7 Teils eingefallen, dass wir ja auch CEOL haben. Und ich habe jetzt ganz schnell nochmal nachgeschaut. Ich habe das auch im Chat parat, den Link zu dieser Sammlung. Und zwar haben wir da von den 700.000 Einträgen 340.000 OA. Da können Sie dann gerne mal den Link anklicken und sich das in unserem Katalog selbst anschauen. Einzelauffassung machen wir so gut wie gar nicht, weil oft, weil wir nichts hosten. Das heißt also, wir verlinken immer nur und da muss eben halt sicher sein, dass der Ort, wo die Datei liegt, dass das eben halt stabil ist. Deswegen machen wir das relativ unklar, nur bei konkreten Lizenzen und nur im Einzelfall, weil die Langzeitverfügbarkeit nicht garantiert werden kann und leider noch keine automatische Linkprüfung möglich ist. Auch hier werden, wenn sie einzeln erfasst werden, die E-Books im Verbund aufgenommen und erscheinen dann unter diesem Kürzel LFR, lizenzfreie elektronische Ressourcen. Da sind aber auch noch andere E-Books dabei. Als Fazit ganz kurz, Frau Wirz hat ja auch schon in ihrem Vortrag sehr viele Aspekte und Facetten angedeutet. Die OA-Problematik, finde ich, wird oft ein bisschen falsch verstanden, weil auch das Einspielen, Anzeigen, Bearbeiten, der Titel ist nicht kostenlos. Weder in der Publikation, wie man in Knowledge Unleashed sieht, noch im Einbinden oder dann in der Pflege. Aber ich habe mit der Kollegin, die das von Anfang an bei uns gemacht hat, gesprochen und sie sagt, Verbundlösung und Kooperation nehmen freulicherweise zu. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr gute Nachricht, dass langsam jetzt die Strukturen und Prozesse geschaffen werden, um eben halt diese Sachen gleich im Verbund anzufassen, sodass dann jede Bibliothek so eine Einzellösung entwickeln muss. Der sozusagen jetzt etwas allgemeiner gehalten ist und deswegen in der Mitte eigentlich das ganz gut fasst, bevor wir dann in die Schweiz gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Jetzt geht es wieder einen Schritt weiter, vom Großen ins Kleine. Einerseits natürlich, was die Bibliotheken angeht, also eben von der Bayerischen Staatsbibliothek in der UB Leipzig sind wir jetzt bei der UB Bern. Vielleicht kurz eben, damit Sie das im Kontext sehen können, die Schweizerische Osteuropa-Bibliothek ist schon die größte osteuropaspezifische Bibliothek der Schweiz, aber innerhalb der UB Bern eine kleine Teilbibliothek mit etwa 150.000 Medien.
Und die UB Bern wiederum ist eine mittelgroße Universitätsbibliothek der Schweiz, die eben ein Discovery-System besitzt, das demnächst abgelöst wird. Und ich dachte, ich fokussiere in meinem Beitrag ganz kurz jetzt wirklich auch nochmal ins Kleine, fange eigentlich dort an, wo Frau Mann-Süßbrüch aufgehört hat, nämlich wie die tatsächlich einzelnen E-Books dann im Katalog erscheinen und welche Schwierigkeiten sich damit stellen, weil ich hoffe, dass mit so einer kleinen Bestandesaufnahme wir dann auch gleich den Einstieg in die Diskussion schaffen. Ja, vielleicht ganz, ganz banal zurückzugehen, wie kommen Open Access E-Books in den Katalog? Die meine Vorreferentinnen haben es schon angesprochen. Es gibt natürlich auch bei uns die Variante, dass wir einen Einzeltitel tatsächlich in Aleph katalogisieren, wie wir das auch mit einem Buch tun. Wir entdecken ihn, wir tragen ihn in unseren Workflow ein, wir machen die Dublettenkontrolle, katalogisieren und beschlagworten den in Aleph wie ein ganz normales Buch. Das ist ein Prozess, für den bei uns alle möglichen Workflows bereitstehen, der aber nur gelegentlich und unsystematisch von uns betrieben wird. Meistens ist es eigentlich ein Zufallsfund, zum Beispiel, weil wir einen Printtitel suchen, sehen, der Printtitel ist vergriffen, aber wir hätten dieses Open Access Buch, es kann ein Benutzerwunsch sein oder eben ein Buch, auf das wir stoßen, das wir besonders interessant finden und zusätzlich in unseren Katalog aufnehmen. Dass es gelegentlich und unsystematisch betrieben ist, damit sind wir nicht allein. Also insgesamt stehen im ganzen Aleph nur etwa 6200 frei verfügbare E-Books zur Verfügung und die meisten davon sind tatsächlich Titel aus unserer Hochschul- oder Berner Bibliografie, die hier aufgenommen werden. Das sieht dann so aus. Sie sehen hier ein Beispiel, das tatsächlich mal ein Kollege von uns aufgenommen hat, zu einem Thema, das halt von unseren Studierenden immer wieder auch nachgefragt ist, wo es nicht wahnsinnig viel Literatur in westlichen Sprachen gab, wo wir uns entschlossen haben, dieses E-Book aufzunehmen, zu beschlagworten, sodass es auch in Zukunft genutzt werden kann, gerade von den Studierenden aus diesem Bereich. Und so sieht das Ganze dann im Discovery-Tool aus. Das kennen Sie ja auch. Unser Discovery-Tool ist WISBIP und diese Version, die Sie hier sehen, ist WISBIP Basel-Bern, das Discovery-Tool der Bibliotheksverbünde von Bern und Basel. Ja, 6200 habe ich gesagt. Natürlich ist es auch bei uns so, dass dieser Prozess eben wie bei vielen anderen Bibliotheken weit zurückhängt hinter dem neuen Standard, den wir seit 2014 haben, nämlich dass E-Books normalerweise als Pakete direkt nur noch ins Discovery-Tool eingespiesen werden und das eigentlich in Aleph, also in unserem Katalogsystem, überhaupt nicht mehr existieren. Das war früher mit Serials, wurde das gemacht, ist heutzutage mit 360 Markup-Updates von ProQuest, wird diese Datenlieferung zweimal monatlich geliefert und landet dann automatisch in dem ersten Bereich, den ich Ihnen gleich zeige, im ersten Reiter im Katalograum Bücher und mehr des Discovery Tools SwissBib. Es sind bei uns deutlich weniger als in der UB Leipzig, sind etwa 200.000 E-Books frei zugänglich, wobei eben bei uns von frei zugänglichen E-Books gesprochen wird. Nicht alle von denen entsprechen tatsächlich den engeren Kriterien von Open Access. Ich habe das jetzt einfach für diese Präsentation so verwendet, weil man eben nach diesen frei zugänglichen E-Books auch filtern, facettieren kann, sodass man diese frei zugänglichen Sammlungen findet. Eine Zusammenstellung unserer wichtigsten, größten OA-Pakete. Das ist ganz interessant. Also zum einen kommt über 360 Markup-Updates selber ein großes Paket Free E-Books mit rein. Und dann können auch zusätzliche Pakete eingespielt werden. Zu unseren größten Datenlieferanten gehört, hier sind wir wieder am Anfang, die Bayerische Staatsbibliothek. Auch hier, also OSDOC beispielsweise, wird angezeigt. Projekt Gutenberg ist offiziell immer noch drin. Ich musste jetzt aber gerade, als ich Sophia Mann-Süßbrüch gehört habe, denken, ich muss das mal überprüfen, weil ich schon länger da nichts mehr gesehen habe. Dann das Directory of Open Access Book. Natürlich haben wir auch JSTOR, International Monetary Fund ist relativ groß. Es gibt eine ganze Reihe weiterer E-Books. Für Osteuropa vielleicht wichtig ist eben COL, Open Access E-Books, worauf ich noch eingehen werde, oder auch die Open Access Titel auf Peter Lang. Die Auswahl der Open Access Pakete, die eingespielt werden in den Katalog, wird einerseits von der AGE Medien betrieben, die sich aus verschiedenen Fachbereichen innerhalb der UB zusammensetzt, oder auf Wunsch der Fachreferenten, wobei es aus historischen Gründen
immer die das Zustimmung sowohl der Fachreferenten von Bern als auch Basel braucht, um ein Open Access E-Book-Paket einzuspeisen. Das ist aber normalerweise nicht das Problem, sondern das wird dann einfach in Zusammenarbeit mit den E-Medien dann aufgeschaltet, sobald wir die Daten getestet haben. Ja, so sieht es ungefähr aus. Sie sehen unser Katalograum, also unser Discovery Tool hat zwei Teilräume oben. Das eine ist das sogenannte Bücher und mehr. Also ich weiß nicht, sieht man meinen Cursor? Das hier, wäre hier oben Bücher und mehr und das andere wäre Artikel und mehr. Und in diesem Suchraum Bücher und mehr befinden sich einerseits tatsächlich sämtliche Katalogdaten aus Aleph, also Bücher, Zeitschriften, Titel und so weiter, sowie die mit eingespielten E-Books, die man hier eben nach freier Zugang online dann auch facettieren kann und sich anzeigen lassen kann. Im Moment ist die Zahl noch etwas höher, weil wir während der Corona-Zeit auch sogenannte Evidence-Based Acquisition E-Book-Pakete eingespielt haben, wo ebenfalls freie E-Books darunter sind. Ja, Paketeinspielungen von E-Books, und da meine ich jetzt gar nicht nur frei zugänglich, sondern generell haben eine ganze Reihe von Herausforderungen, die sie mit sich bringen. Und ich denke, jeder von Ihnen, der auch ein Discovery-System in seiner Institution hat, kennt diese Herausforderungen. Da ist halt wirklich eine sehr, sehr große Abhängigkeit von den Daten und vom Service des Anbieters zuallererst zu nennen. Das äußert sich ein bisschen darin, dass wir Metadaten bekommen von diesen E-Books, die zum Teil unzureichend sind oder die auch je nach Konfiguration des Discovery-Tools unvollständig angezeigt werden. Am häufigsten beispielsweise fehlen Autoren, fehlt der volle Name des Autors, fehlen Herausgeber, fehlen Publikationsorte, so um nur einige zu nennen. Grundsätzlich sind diese Metadaten, die ins Discovery Tool eingespielt werden, bei uns nicht mehr nachbearbeitbar. Das heißt, man könnte sie zwar bearbeiten, riskiert dann aber, dass sie bei der nächsten Datenlieferung wieder überschrieben werden. Das heißt, wir können sie auch nicht verbessern. Da fehlen also zahlreiche Daten für uns als Fachreferenten am unbefriedigsten vermutlich, ist, dass eigentlich keine Beschlagwortung bereitsteht und eine Sacherschließung höchstens in Form von relativ groben DDC-Codes. Also hier haben wir dadurch als Fachreferenten auch eigentlich wenig Mittel, überhaupt herauszufinden, was wir für E-Books in unserem eigenen Bereich haben, da wir ja nicht so genau wissen, was unter diesen 3000 neu eingespielten Titeln jetzt in unseren Bereich gehören. Ich habe schon gesagt, das ist natürlich so, in jedem Discovery-Tool wird es wöchentlich bis zweiwöchentlich werden die Daten neu eingespielt. Und es gibt zwar Kontrollroutinen, die aber natürlich nicht eine volle Kontrolle über diese eingespielten Daten ermöglichen. Das heißt, Daten verändern sich auch, manchmal verschwinden ganze eingespielte Pakete auch wieder aus Versehen, nicht absichtlich. Aber hier muss man damit rechnen, dass eben der Datenraum sich immer ein bisschen ändert, auch im Wochenrhythmus. Ein Beispiel, jetzt auch gerade ein E-Book zum Bereich Osteuropa, zeigt, dass die Dedublierung nicht immer so ideal funktioniert. Wir haben hier eine Print-Ausgabe dieses Buchs, dieser Festschrift für Detlef Brandes, das ist das dritte von oben, plus dreimal eingespielte Online-Ausgaben, weil es sich meiner Ansicht nach immer eigentlich um die gleiche Ausgabe handelt, die aber nicht dedubliert werden, weder untereinander noch eben mit dem Print-Titel. Das liegt zum Teil hier ein bisschen an dem Discovery-System, also das wird tatsächlich, denke ich, besser werden mit dem neuen Discovery-System. Es ist aber natürlich etwas unbefriedigend, dass hier verschiedene Datenströme zusammenkommen und dann nicht zusammengefügt werden, weil es für den Nutzer unnötige Klicks auch verursacht. Ja, wie sieht ein einzelnes eingespieltes E-Book aus? Ich habe hier einfach ein paar Beispiele mitgebracht und die sind jetzt aus verschiedenen Paketen herausgepickt, wobei ich hier keinen besonders in den Fokus stellen möchte. Die Situation ist nämlich überall etwas ähnlich. Und ich habe sie etwas übertrieben, vielleicht als ein ideales und ein typisches E-Book bezeichnet. Und hier würden wir mal mit dem positiven Beispiel anfangen. Also hier sehen wir ein E-Book aus der Kollektion der Open Access E-Books von COL, die wir seit 2018 in unserem Discovery System
präsent haben und die dadurch auch, denke ich, deutlich besser genutzt werden und worüber wir sehr froh sind. Dieses Buch hier ist insofern ideal aufgenommen. Es hat tatsächlich zwei Beitragende genannt, auch mit der richtigen Funktion, nämlich Herausgeber. Es gibt einen Untertitel und es gibt sogar 5 Schlagwörter. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber man muss sich bewusst sein, dass meiner Ansicht nach die meisten eingespielten E-Books in einem Discovery-Tool dann eher halt so aussehen. Also es fehlt hier beispielsweise der Verlagsort, es fehlen die Herausgeber dieses Werks, auch sehr wichtig, wir haben keine Beschlagwortung und etwas, was man hier vielleicht nicht sieht, was aber bei gröberen Suchen über viele E-Book-Pakete auffällt, wir haben beispielsweise keine Sprachkodierung. Wir können also auch nicht einfach sagen, zeig mir alle neuen E-Books auf Tschechisch in den letzten 2 Jahren, um damit schon mal einen gewissen Einblick zu bekommen, was ist denn jetzt hier an neuer Open Access Literatur beispielsweise aus Tschechien vorhanden, weil einfach die Sprachkodierung bei vielen Metadaten fehlt. Hier haben wir ein anderes Beispiel, das ist ein BIOS-Heft. Wer schon etwas älter ist, kennt diese beliebten gelben Hefte sicher noch, die in vielen Osteuropa-Bibliotheken stehen. Das untere hier, zu sehen, das Print-Exemplar, ist denn auch unser Exemplar. Das andere hier oben ist eingespielt aus Ostock, wird jetzt in unserem Katalog angezeigt. Sehr schön ist, dass man das jetzt auch online haben kann. Sie sehen aber bei der Einzelaufnahme, die ich Ihnen jetzt hier zeige, dass eben der Autor fehlt, Gerhard Wettig, und auch eigentlich der Ort fehlt, Köln, wo es verlegt wurde. Obwohl diese Daten eigentlich hier auf Ostdoc natürlich voll zur Verfügung stehen würden, übrigens beispielsweise auch mit der Seitenzahl und sogar noch einem Schlagwort. Ein weiteres oder Problem oder einfach ein Feld, wo wir darüber nachdenken müssen, finde ich, wie wir mit dem umgehen, ist die Zunahme von verschiedenen Schrifttypen und Transliterationen, die sich dadurch ergibt, dass wir immer mehr in diesen Discovery-Raum einspeisen. Während wir natürlich auch hier mit nach der DIN-Norm transliterieren, im deutschen Sprachraum, in unserem Katalog sind die eingespielten E-Books eben zum Teil in der Originalschrift oder sie werden in einer anderen Transliteration, also in einer englischen, amerikanischen, eingespielt. Und das hängt je nachdem von den Daten ab, aber auch vom Discovery-Tool, welche angezeigt werden. Sie sehen hier oben 2 bulgarische Titel aus dem COL-Paket. Die haben grundsätzlich nur einen Titel in Kyrillisch und der wird dann auch so angezeigt, was in unserem Discovery-System sonst eigentlich nie vorkommt. Das ist schon mal eigentlich ein Katalogbruch auch. Und andere Gruppen von Büchern aus dem gleichen Paket, hier die ukrainischen Bücher beispielsweise, die werden in einer englischen Transliteration angezeigt, wie Sie an dem unteren Beispiel sehen. Das schafft also eine zunehmende Heterogenität und erschwert natürlich auch das Merging von Daten in Discovery Tool. Sie sehen auch, und das finde ich noch wichtig, es gibt wie 2 Aspekte an dieser Problematik. Das eine sind die Metadaten, die kommen, und das andere ist, was angezeigt wird vom Discovery Tool, je nachdem, wie es programmiert wird und wie es angezeigt wird. Dieser Quelltext dieses einen Beispiels, es hätte jetzt zum Beispiel sehr wohl auch noch den Originaltitel in Originalschrift hier unten drin mit dem Autor, also der Autorin in diesem Fall und sämtlichen Angaben. Aber unser Discovery-Tool, das aktuelle Swissbit, ist nicht darauf eingestellt, diese originalschriftlichen Informationen, die wir in den 880ern Feldern haben, anzuzeigen. Aber hier würde eigentlich sehr viel Information bereitstehen, unter anderem eben auch englische Schlagwörter. Ganz anders wird es aussehen, einfach um Ihnen zu zeigen, wie unterschiedlich dann jetzt auch die Datenlage sein wird, wenn wir mit unserem neuen System in der Schweiz, Alma Primo basiert, Swisscovery im Dezember dann live gehen. Das ist genau der gleiche Titel, wie er angezeigt wird in Alma Primo ab Dezember. Wir sehen, hier haben wir eigentlich nur noch den Titel, nur noch auf Ukrainisch. Wir haben keinen Verfasser mehr, keinen Ort, keine zusätzlichen Informationen zu dieser Herausgabe und auch keinen transliterierten Titel. Also der Quelltext ist von einer erschreckenden Magerkeit, wo man sich dann schon fragt,
ob dieses Buch überhaupt noch zu seinem Leser, zu seiner Leserin findet. Also es wird sich auch für Benutzer, die sich jetzt schon ein bisschen gewöhnt sind, unsere Open Access E-Books in unserem Discovery-System zu suchen, deutlich etwas ändern, nur schon daher, dass sie jetzt auf Ukrainisch suchen müssen, falls sie dieses Buch finden möchten. Ja, das sind ein paar einfach meiner Erkenntnisse und offenen Fragen, die ich hier zusammengefasst habe. Für mich ist das Discovery Tool nach wie vor ein zentraler Weg, diese Ressourcen zu den Benutzerinnen zu bringen. Ganz einfach, weil wir nicht die Ressourcen haben, um viel in einem großen Umfang Einzeltitel einzupflegen. Aber so wie es im Moment aussieht, sind eben mangelhaft oder heterogene Daten wirklich ein Problem, was die Auffindbarkeit behindert. Und ich denke, dass dieser Gegensatz zwischen Eigenkatalogisaten und eingespielten Daten wird sich, bleibt bestehen, wird sich aber eigentlich noch verstärken dadurch, dass wir immer mehr in einem Suchraum anzeigen, mit immer verschiedeneren Transliterationen oder Originalschriften. Und hier ist zu hoffen, dass wir vielleicht in einem einheitlichen Katalograum aber auch etwas mehr Druck haben oder etwas mehr Möglichkeiten haben, gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Für mich sind das wirklich so ein bisschen die offenen Fragen. Wie gehen wir mit dieser Heterogenität im Katalograum um? Benutzerschulung, Katalogisierung und so weiter. Wie können wir diese Anzeigen im Discovery Tools verbessern und generell eben auch an diesen Suchsystementwicklungen weiterarbeiten? Auch dann, wenn wir halt eben vielleicht nicht ganz die Möglichkeiten einer UB Leipzig oder so haben. Ja, das wäre es von meiner Seite.